Dann helfen wir jetzt Odin. Mit seinen 4 Gaben. Gungnir. Ich kenne ihn noch. Gungnir. Okay. Ja, alle Nebenaufgaben haben wir ja fertig. Deswegen gucken wir gleich mal ein weiter. Dann gucken wir mal gleich, ob wir schon die erste von den Sachen finden, die er will. Die Speer von Gungnir. Ah, ne. Quite a challenge, sending you off to find some gifts that you've never even seen before. Where do we even begin? The 4 gifts contain an enormous amount of power. While on Midgard, it is likely that their power will have an effect on the surrounding area. So I guess we should look for places where something odd is happening. Or perhaps has happened. Yes. And we shall continue to purify any souls we find on the way. Muss kalt da sein, die zittern irgendwie alle. Oder es waren nur die Haare, es sah so aus, als ob die da die ganze Zeit nur zittern. Kisten! Ich hasse Kisten. Das hier ist nicht der Weg, wo wir lang sollen, aber irgendwie wirkt das hier so groß. Türen, manche Türen kann man öffnen, manche nicht. Okay, hier ist aber auch gar nichts, wa? Huch, hi. Hi! Hey, wie geht's denn so? Es ist schön, mal wieder ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich bin immer noch auf der Suche, wenn auch nicht mit viel Glück, wie ich hinzufügen möchte. Ich hoffe nur, dass wir beide auf unserer Reise sicher sind. Was machst du denn hier? Hä? Haben wir nicht... Hat er nicht irgendein Problem gehabt? Hatte der nicht ein Problem oder so? Hey, der hatte doch ein Problem. Der wurde doch irgendwie angegriffen oder von dieser Rückblende da? Er wurde von der Rückblende angegriffen, ist auch schön. Heiltrank. Ach, haut ab mit euren blöden Juwelen. Die findet man so überall. Spruch Heiltränke. So, hopp. Bin ich schon richtig? I'm rather fond of puzzles, you know. Warte. Loyal Cypher, heed my call. Schemes and intrigue shall be the order of the day. Gleich ein Heilungsstein davor, danach. Beziehungsweise ein Speicherstein. Nö, lass mal. Also das nur wirklich nicht. Hab gerade erst angefangen. An easy fight. To my side, my noble Imperium. I'll pick off the ones in the distance, too. Charge. Ich würde gerne charge. Stehen die da hinten? Defiled soul, you shall be freed. Hey, ihr seid scheiße. Es war gut, dass sie beide runtergefallen sind. Ich muss sie alle immer rufen, damit sie mitleveln. Das ist das Wichtigste, dass sie alle mitleveln. I suppose this is as far as I go. Bin ich darüber? Nein. Zumindest sagt er mir nichts, dass ich darüber komme. Bumm. Bumm. The holy laws decree your obliteration. Guide the blinding bolt.
Piercing. Piercing im Eis. Aua. Fällt ja ein. Hä? Sind Kisten seltener geworden oder sind sie besser versteckt? Ich habe das Gefühl, dass wir in den ersten Leveln viel mehr Kisten gefunden haben und viel mehr Heiltränke. Oh, ein Blümscher. Wie es meine Mutter wohl gehen mag? Siehst du, morgen ist die große Eröffnung meines Ladens. Oh, das ist der Moment, von dem ich geträumt habe. Ich werde diesen Laden so erfolgreich machen, dass die Kunden davon eines Tages sogar sie erreichen. Was? Dass die Kunden davon eines Tages sogar sie erreichen wird. Was? Manchmal kann ich kein Deutsch und dann bin ich verwirrt. Aber macht nichts. Dafür kann ich andere Dinge ganz gut, wie... Puh, andere Dinge halt. So, da waren wir jetzt, glaube ich, drin, oder? Ich suche Kisten. Ich hau hier auf diese Fässer, aber nie geht was, krieg ich was. Na gut. Hol ich mir meine Heilung. Speichern brauche ich immer noch nicht. Ich hab auch so viel Skill, dass ich auch nicht... Ich brauche nicht Speicher. Das ist dieses schockierende Skillverhalten von mir. Be the first to strike. Au, dieses Skillverhalten. Habt ihr gesehen? Dieses unsagbare Skill. Dieses Skillverhalten. Mann, das lässt mich doch nicht gut dastehen. Jetzt aber. Skill, ich komme. Das war gut. Okay, warte. Scheinbar kann man hier runter. So, ist das nur zum Fallen? Ist das nur zum... Irgendwie hilft einem das nicht wirklich. Vielleicht nur, wenn man runtergefallen ist. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist wärmer. Hier zittern die Haare nicht so. Is something the matter? It is her. So we meet again. You. Is she another Valkyrie? Oh, you have another Enheria. You have done well to find them with Midgard in such disarray. Well, you're certainly livelier than the last time we met. You stand in the way of the Allfather. For that, you must be put to death. Oh, you poor soul. Well, if you wish to die, I am happy to oblige. This should be easy enough. Ah, diese blöde Hilde, ey. Aua. This should be simple enough.
Egon, I am counting on you. I must do my part. Cypher, answer my summons. Whittle them down, little by little. This should be simple. Egon, I call upon you. Das Schlimme ist, dass wir ständig den Fokus von der Alten verlieren. Au, da hat sie uns aber. Jetzt haben wir sie. You've improved. Perhaps you have been deluded by some fallen god's trickery. I will grant you a swift death. You deserve that much at least. Oh, my. I do not see the humor in this. Deluded. Me. That's rich coming from one of Odin's puppets. Have you forgotten why we were created? The Valkyries exist only to serve Odin. Do you have any idea what it is that you are saying? Of course. Unlike you, I do not make a habit of uttering nonsense. I see. So you still don't. Why are you stopping? I just realized that this fight is a waste of time. What? There is mercy enough left in me to spare another of Odin's victims. I let her get away again. I get the feeling she might know something that we don't. I would not give too much thought to what she told you. Do you think there's a chance she was working under Odin's orders? A different mission or something? Even if that were the case, I see no reason why she should consider us enemies. She just lost interest in fighting us all of a sudden. I wonder what that was about. I cannot make sense of it. Should we chase after her? It's probably not too late. No. Our mission is to find the four gifts. That must take priority above all else. What did she mean? Another of Odin's victims. Dass du ein Opfer bist. Oder so. Ich hab keine Ahnung. Woher auch? Von hier sind wir aber gekommen. Von hier sind wir aber gekommen und nach hier werden wir jetzt gehen. Voraussichtlich. Ja, Kiste Heiltrank. Oh, bitte ein Heiltrank. Oh Gott, ich brauche Heiltränke. Oh, blaue Juwelen. Ey, ganz ehrlich, ihr mobbt mich damit, oder? Das ist doch, das ist schon Mobbing. Da kannst du sagen, was du willst, das ist Mobbing. Wenn nun mir, arme Seele, keine Heiltränke mehr geben will, dann ist das Mobbing. Ich armes Opfer der Opferigkeit. Where should I go? Ah, Tür. Deswegen, manche Tür kannst du öffnen, manche nicht.
Ah, Heilungsstein, Speicherstein. Schnell mal speichern. Waffe können wir, glaube ich, immer noch nicht verbessern. Ich glaube nicht, nein. Wir haben immer noch keine rubinroten Juwelen gefunden. Kiste mit Heilung. Da sind so viele Heilungssachen drin, ich sag's euch. Wow. Seelenelixier. Bin ich wieder an der Tür vorbeigelaufen. Oh, Heilung. Ach, ihr mit euren blöden Juwelen, die keiner braucht. Ich finde sie hier zuhauf und dann sind die in diesen wunderschönen Kisten drinne. Da geht's hoch, aber da ist noch eine Tür, die wir bestimmt... Okay. Die sah halt wieder so doppeltürmäßig aus, als ob man... Als ob man, ne? Mann! Was du? Ja. Ja. Also da ist wieder eine Tür. Liegt aber auch nichts rum. Hey, eine Tür. Nicht mehr bewegen und ich sehe auch nichts. Ich kann sagen, ich glaube, der lebt noch. Danke. Versuch sie so ein bisschen abwechseln. Okay, da kommen wir lang, aber vielleicht können wir diese wunderschöne Tür nicht öffnen. Nein, ich will sie so ein bisschen abwechselnd alle haben, damit auch wirklich alle glücklich werden. Will eigentlich keine Heilung verwenden. Ja, einfach mal geblitzt, Dings, alle. Weil es wenigstens alle trifft. So. Hast du dieses Teil? Ehrlich, das Ding ist voll kacke, weil es so viel Zeugs macht. Bereit zum Installieren? Naja, das ist ja schön. Wachturmschlüssel. Okay, wir hätten so oder so hier hochgemüsst. Aber die Tür ist bestimmt... Oh, 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 oh! Öffnungsbar? Mit einer Kiste voller Heiltränke? Oder ein Heilungsstein? Jetzt...
Hätte ich nicht auch noch unten? Now I'm verwirrt. War unten nicht auch noch eine Tür? Oder? Oder ist das wieder eine Tür, die einfach nicht türig ist? Doch, das ist eine Tür, die türig ist. Oh, ein Baum. Gedrückt halten. Ja, mache ich. Jetzt. Ambrosia nehme ich gerne mit. Ambrosia. Zack, noch mehr Leben. Es ist zwar immer nur ein ganz kleines Schlückchen, aber trotzdem. Beste Kameraposition. Mann, ich will nur nach oben gucken. Ich bin doch nicht so ein Schlingel. Habe ich gespeichert? Kann ich? Wer weiß, was jetzt gleich kommt. Irgendwas, was uns schlagen will. Wow, grünes Juwel. Ihr mit eurem blöden Juwel. Ah, Nebenquest. Hi. Hey, ihr. So ein Glück. Ihr passt perfekt. Wovon redest du? Oh, Verzeihung. Die Aufregung hat mich übermannt. Ich bin ein Dramatiker, versteht ihr? Ich bin hierzulande recht bekannt. Ich arbeite an meinem Meisterwerk. Ich bin an einer Szene angelangt, in der zwei Burschen gegeneinander kämpfen, aber ich krieg sie einfach nicht richtig hin. Aber dann kamt ihr vorbei. Vielleicht könnt ihr einen kleinen Kampf für mich veranstalten? Wenn ihr mir zeigt, wie sich echte Kämpfer wie ihr bewegt, wird diese Szene dadurch noch mehr an Wirkung gewinnen.